der letzten Episode. Noch eine Tour. Oh geil, Berg. Oh, Schande, was ist denn das für ein geiler Rucksack? Nehmen wir den gerade mit. Pfeiler. Und ein Bogen. Thank goodness. Noch mehr Pfeile. Krass. That'll come in handy. Ach du Schande, was war das denn für ein Fund? Naja, okay. Gut. Ja, okay. I'll die if I don't warm up soon. So eine Scheibe. Ja, das ist definitiv Blizzard. Okay. Wir können zwar mal rauskommen, aber ich denke, das bringt nicht viel. Ja, genau. Ich sehe nichts. Noch wie bitte was? Wie lange waren wir jetzt unterwegs? Tage? Wir haben trotzdem keine dabei. So, Junge. Du darfst. Ja, okay. Was haben wir gerade in der Hand? Toll. Und so geht's weiter. Herzlich willkommen bei Gelungenberg im Schleichermodus in der Folge 85. In der letzten Folge haben wir hauptsächlich eine Eishöhle durchschritten. Gemächlich. Ich dachte, es wäre gerade ein Wolfsrücken, aber es war nur ein Ast. Okay, dann gehen wir jetzt hier rüber. Ja, hier oben kann ein Elch sein. Keine Ahnung, ob er dann auch hier ist. Wir haben ihn ja erst nicht allzu langer Zeit geplättet. Da weiß ich natürlich jetzt nicht, ob der dann auf der gesamten Welt nicht mehr existiert oder ob der an der Stelle dann nicht mehr existiert. Das weiß ich natürlich nicht. Ja, und noch was bezüglich dieses Dosenöffners. Mir wurde geraten, den Dosenöffner mitzunehmen. Das ist einerseits eine gute Idee, andererseits gibt es noch eine bessere Idee. Das habe ich nämlich auch schon wieder vergessen. Wenn du eine Dose hast, du hast aber kein Dosenöffner dabei. Monolith-See, okay, so heißt das Ding, okay. Du hast aber keinen Dosenöffner dabei. Du hast aber die Fähigkeit, und zwar im Skills, Kochen. Kein Kalorienverlust beim Aufschlag von Dosen. Dann einfach besser und Beil ablegen. Ganz einfach. Achso, ja, wo ich ja schon hier bin. Nee, falsch. Da muss ich hier rein. Ja, jetzt muss ich doch tatsächlich überlegen, wie das See hieß. Ne? Vor lauter Gelaber. Hat wieder vergessen. Ja, also musst du dann doch keinen Dosenöffner mitschlagen. Level 3 ist das ja, wo du das dann nicht mehr brauchst. Scheißlinge, jede Menge. Ja, nicht abstürzen. Das haben wir erstmal genug praktiziert. Das muss man jetzt nicht weiter trainieren. Also ich denke mal, dass der Elch dann global nicht mehr da ist. Es gibt einen Elch und der kann mal hier sein, mal da sein. Hättest du den, musst du warten. Das ist meine Schätzung zu dem Thema. So. Ja, wo ich ja gerade schon wieder ein bisschen Hunger bekomme. Meine Frau isst ja schon, natürlich, wie immer halt. Aufnehmen muss. Ich wurde dafür fressen. Ist ja auch eine Form der Gewichtskontrolle. Bannerfälle, okay. Die sieht schon cool aus. So rum auf jeden Fall. Ein Tageslicht. Oh, das sieht aber nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Hier ist nichts, okay. Dann sollten wir so schnell wie möglich versuchen, die Höhle aufzusuchen, die hier linker Hand ist. Ja, meine Frau hat dann. Also wir beginnen jetzt immer, solange wir halt diese Shake-Geschichte machen, brauchen wir nicht mehr so extrem viel Gemüse, weil wir ja nur noch maximal einmal pro Tag kochen. Und das heißt, wir gehen dann auf den Markt und kaufen das dann dort, weil dann muss man das auch nicht so weit schleppen. Weil dann muss er erstmal auch dann zum Auto schleppen und so weiter. Aber vielleicht machen wir das in Zukunft auch dauerhaft. Das müssen wir schon mal überlegen. Sei es wie es sei. Da vorne müsste die Höhle sein. Obacht. Fälle. Und hier ist die Höhle daneben. Tatsächlich. Das ist natürlich gut. Dann das mit den Schösslingen. Dann weiß ich ganz genau, welche das ist. Ach Gott. Ja, der liegt hier nur.
Was liegt dahinter? Let's hope I never have to use this on anyone. Glaub mir, das werden wir nicht mehr verwenden. Das werden wir auch nicht verwenden. Das wahrscheinlich auch nicht. Das wahrscheinlich auch nicht. Ein Verband. Ein Zedernholz. Hier ist eine Krähe durchgeflogen. Okay, immer den Revolver weg. Ja, irgendwo jaulen hier auch noch Wölfe rum. Echt? Was ist das da vorne? Das sieht aus wie ein Fell. Ja, tatsächlich, hier liegt ein Wolfsfell. Getrockneter Wolfspelz, ernsthaft? Ja, okay. Ja, okay. Gut. Ja, wir haben ja leider keinen Rucksack. Aber wir müssen natürlich viele Dinge hier lassen. Das ist ja lustig. Ein Wolfspelz hier gefunden. Warte mal. Das kannst du alles mit der Hand nehmen. Ja, ist ein bisschen kalt, aber das ist nicht so schlimm. Schwitzel die Schmatz, Junge. Die Därme, das machen wir nur aus Spaß. Jetzt krieg ich aber wirklich Hunger. Meine Fresse. Okay, Hertha. Dann ziehen wir uns mal zurück. Starting to weigh me down. Ein Stück ist wieder für die Hertha, ein Stück ist wieder für uns. So. So. Gut. Ja, jetzt wollte ich schon sagen. Ja, Stuff sollte ich noch dazu schreiben. Ja, danke schön. Ja, okay. Kannst du den bitte da liegen lassen? Das wäre schon hilfreich. Ja, okay, das ist super Chance auf jeden Fall. 90%. Ne, das bringt dann eher nichts. 1 von 11, okay. Ja. Achso, das ist auch nur 95%. Na gut. Wir haben hier zum Glück genug. Come on. Come on. Ja, da haben wir uns halt unter anderem einen Blumenkohlkopf mitgenommen. Weil wir daraus ein Gericht machen wollen. Hat meine Frau. Turned out pretty well. Ja, hast du super hingekriegt. Machst du ein paar Stückchen drauf. Nicht zu viel. So. Das kommt dann hier wieder drauf. Und das hier. Dann trinkst du Wasser. Genau. Da können wir gleich nochmal einen Liter aufsetzen. So. Okay, das ist jetzt tatsächlich zu wenig, okay. Gut, das reicht. Und zwar, das Rezept ist total super simpel, zum Backofen-Rezept. Und, war das lecker? Man schneidet, also wäscht den Blumenkohl natürlich vorher und entfernt den Strunk und dieses Grünzeug, dass dann nur noch das Weiße übrig ist, sozusagen. Also eine Masse. Die schneidest du dann so in so 3 cm, 2 bis 3 cm dicke Scheiben, können ruhig ein bisschen kräftiger sein, und legst diese Scheiben auf Backpapier, Backblech drauf, dann so nebeneinander, dass das alles schön liegt, auf der Seite liegt sozusagen, und dann eine Marinade dazu, je nach gut Dünken. Ich sag ja, die Blizzard hier ist von extrem kurzer Dauer. Das Problem ist, so kommen wir trotzdem nicht mehr runter. Okay, machst du das noch fertig? Genau, das passt genau. Ne, wir bleiben heute hier. Ja, das kann jetzt blubbern, okay. Okay, dann lass uns mal ausladen. So, du machst halt eine Marinade, so wie du halt Bock hast. Ich habe halt eine gemacht, und zwar habe ich 4 Esslöffel Öl genommen, 4 Esslöffel Sojasauce und 4 Esslöffel Wasser. Warte mal, das kann komplett mal hier bleiben. Die Kohlen eigentlich auch. Das lernen wir nicht und das lernen wir nicht. War hier irgendwas? Den Stoff, den lasse ich auch hier. Wie schon gesagt, ich habe ja Stuff geschrieben und dann meine ich auch Stuff. Gut. Die Leiche, ja. Und das dann nach einer Blizzard, ernsthaft? Also irgendwie ist das total schräg. Genau, also 4 Esslöffel Blumenkohl, 4 Esslöffel Sojasauce. Wir haben halt so entsalzt, also das heißt, da ist weniger Salz drin. Damit
weil es oftmals da doch recht salzig ist, wenn du da so eine Sojasauce verwendest. Wieder der Monolith C. Und Wasser halt, damit du halt genügend Flüssigkeit bekommst. Und dann habe ich halt Rauchpaprika, normale Paprikapulver und ein bisschen Rauchsalz verwendet. Und habe da halt dann so wie so eine Art Marinade gemacht, habe dort halt alle diese Scheiben sozusagen eingepinselt und dann einfach eine halbe Stunde im Backofen. 200 Grad. Normal, nicht Umluft, also einfach Ober-Unterhitze. Boah, war das lecker, alter Schwede. Es war richtig, richtig geil. Und es war super easy. Ich meine, das bereitest du in 10 Minuten, bis der Eis ist schon im Backofen. Derzeit kann der vorheizen und dann eine halbe Stunde ist es fertig. Es ist super schnell, super easy und super lecker. Echt geil. Also wenn ihr auch mal so einen kompletten Blumenkohlkopf habt und nicht immer dasselbe machen wollt, gekochter Blumenkohl. Einfach so, also roh, ruhig roh in den Backofen. Das funktioniert. Der hat genügend Wasser in sich, dass der dann sozusagen von selbst kocht. Gut. Ja, wir müssen hier mal einfach mal hoch, weil dann können wir nämlich am nächsten Tag direkt in den Abstieg gehen. Das wäre auch hilfreich. Ah ja, Bishiboshi und Konsorten. Diablo 4, ja. Ist gerade live gegangen. Und der Interloper auch noch hinterher. So, irgendwas Interessantes hier. Also irgendwas Interessantes. Ah, ich habe Y schon aus. Hm? Da vorne ist er nicht, der ist meistens eher in die Richtung. Das ist schon das andere Ende dieser unteren Ebene, wo wir am nächsten Tag hin absteigen. Da geht es auch ganz schön weit runter da drüben. Nicht schlecht. Okay, die Hertha hat heute keine Lust. Na gut. So, dann hier müsste, glaube ich, auch noch eine Höhle sein. Halt, eine Gipfelhöhle. Mit dem Schlafsack. Okay, da kommt noch mehr. Oh ja, Gott sei Dank, eine Kiste. Ja, okay, das können wir sogar noch lernen. Use this. Hm. Tatsächlich, Junge. Angelzeug, noch eine Wasserflasche. Das ist ja nicht schlecht. Ist zwar nur eine Viertel Liter, aber besser. Ist ein halber Liter, oder? So, die halbe Liter Flasche. Noch mehr Kohlen. Dann können wir die Kiste bei der Leiche auch noch ablegen. Ja, wir müssten dann nochmal hier rein. Also wir lassen das einfach da, wenn wir, wir lassen einfach da, wenn wir halt hier, dann durchkartieren, weil da wird ja vielleicht was bringen und ansonsten nimmt man halt dann mit raus. Ich meine, sowas wie Schösslinge, das lassen wir auch erstmal alles hier liegen. Das holt man später raus. Das ist mehr so eine erste Begehung jetzt. Ja, das war wirklich extrem lecker. Das ist wirklich nicht sehr schwer zuzubereiten. Ah ja, noch ein Birkenschößling, nehmen wir den auch gerade mit. Alles klar. Wunderbar. Keine Rede, Mann. So, dann gehen wir gerade weiter. Ich denke mal, hier drüben wird nichts sein. Okay. Nee, der Elch ist definitiv nicht hier. Ja, man hört da tatsächlich Wölfe. Und Krähen gibt es hier auch noch. Dann gehen wir vielleicht mal runter. Nee, gehen wir nicht. Okay, müssen wir doch. Oh, Gott sei Dank. Ja, okay. Nee, gehen wir nicht. Besser ist das.
Ja, es gab ja diese Woche eine sehr merkwürdigen Aufreger. Bisschen gekünstelt, fand ich. Man muss es jetzt nicht schön finden, aber man muss sich da jetzt auch nicht gekünstelt drüber aufregen. Und zwar hat sich in Oslo Hafen ein Walross eingenistet. Die sind eigentlich normalerweise weiter im Norden. Die sind gar nicht so weit südlich. Weiß ich da nicht sicher, wo das eigentlich herkommt. Und es hat sich halt dann vor allem halt an menschengemachten Sachen bedient. Und das ist halt immer schlecht, wenn ursprünglich wilde Tiere sozusagen sich selbst an Menschen domestizieren. Das ist halt immer schlecht. Weil das bedeutet letzten Endes, dass, weil Walrösser sind auch nicht so unerheblich. Die können da schon ziemlich gefährlich werden. Und so ein Walross ist ja nicht gerade nur so ein 50-Kilo-Brocken. Das wiegt ja schon 100, 200 Kilo mit Sicherheit. Dem willst du nichts zu tun haben. Immer davon abgesehen, hat es auch noch sich auch auf den Booten aufgehalten von den Leuten. Ja, das ist vielleicht auch nicht so gut, hm? Weil es hat sich ja nicht nur aufgehalten, also in dem Bett geschlafen, sag ich jetzt mal, sondern hat sie halt zerstört mit seinem Gewicht. So tollpatschig, wie die Viecher ja sind. Man hat es halt nicht geschafft, das Tier halt irgendwie wegzubringen. Dann hat man halt den letzten Ausweg gesucht. Dann hat das Tier halt erschossen. Weil das Problem ist halt auch, du musst halt auch erstmal jemanden finden, der Walrösser betäuben kann. Und ich denke nicht, dass es da wirklich viele Menschen gibt, die das können. So. Das ist auch kein Handy. Noch eine Tug, krass. Also waren definitiv Kanadier hier. Hat mal da über den Grat gucken. Ja, hat man das Tier halt erschossen. Weil das war halt dann wahrscheinlich ein Besuch, die Schaden angerichtet, dass das einfach relativ wenig Sinn macht. Und die Skandinavier sind da auch relativ nüchtern, was das angeht. Die gehen ja selber auch relativ viel jagen. Die haben ja auch viel Natur und so weiter, wo die Tiere sich ja austoben können. Und ja, deswegen sind die da nicht so zimperlich vielleicht, aber ich weiß nicht, wo der Wolf ist, so, den man da hört, weil da unten sind wir ja im Prinzip hochgekommen, dorthin und dann darüber, dann um diesen Felsen rum und dann hier rüber gelaufen. Mehr sieht man dann vielleicht, wenn wir kartieren. Ja, es gab dann halt viele Leute, die sich halt dann so extrem drüber aufgeregt haben, ja, das kann doch nicht sein, dass man da so ein Tier tötet und Was sollen die Nachbarn denken? Nee, aber was soll das? Was sind das für Arschlöcher? Ich denke nicht, dass sie das aus dem Affekt gemacht haben. Und immer davon abgesehen, wer beschwert sich eigentlich, wenn man sich über ein Tier so aufregt? Wie bitte ist das eigentlich mit der Massentierhaltung? Finde ich dann schon merkwürdig, dass die Leute sich nur ausgerechnet über dieses eine Tier echauffieren, aber wenn du dann durch die Timeline gehst, über die Massentierhaltung, findest du nichts. Nee, lieber nicht. Ich mag billiges Fleisch. Ja, also das war etwas, wo ich die Woche einfach gesagt habe, sorry. Also, dass man vielleicht nicht sehr glücklich darüber ist und so weiter, ja, okay. Und derjenige, der das erschossen hat, hat sicherlich auch nicht darauf aus einer großen Geilheit gemacht. Das war also Notwendigkeit. Da liegt schon wieder ein Wolf. Wenn hier so viele tote Wölfe sind. Hier sind wieder nächste. Ach, guck mal, da drüben ist noch eine Höhle. Okay. Dann lass uns mal das Zeug zusammensuchen und gedankenverlorene Aussichtspunkte. Ja, dann denken. Hier ist doch der Abstieg, oder? Müssen wir noch ein Seil mitbringen? Nee, müssen wir nicht. Bring your own rope. Okay, dann gehen wir erstmal zu der Höhle zurück und holen das Zeug mal, das wir dann umsiedeln. Ja, das sind einfach so gekünstelte Aufreger. Da versuchen sich halt Leute irgendwie im Internet zu positionieren. Ja. Das ist schon ein bisschen merkwürdig.
Das ist so wie die über diese finnische Präsidentin. Ist sie Präsidentin? Diese Anna-Marie. Sanna-Marie, so heißt sie. Ja, da wurde lustigerweise. Was war hier? War doch gar nichts. Ja, ich versuche grünen Schatten zu erreichen, deswegen gehe ich hier so komisch rüber. Ja, lustigerweise, als die, die Finnen gesagt haben, sie wollen die Visas für die Russen ein bisschen einschränken, kam lustigerweise just einen Tag später ein Video raus, wo sie wohl, ich habe das Video nicht gesehen und ich muss mir das auch nicht angucken, weil ich finde das total schwachsinnig, wo sie auf einer Party halt gefeiert hat und halt mit anderen Männern getanzt hat, weil sie ist ja verheiratet. Und was ich halt dann an dieser Sache nicht ganz verstehe, ist, keiner weiß eigentlich, welche Abmachung sie und ihr Partner getroffen haben. Und vielleicht ist das auch gar nichts Falsches dran, einfach mit Leuten zu tanzen. Also das verstehe ich halt nicht. Dass da halt auch sich so dermaßen echauffiert wird. Eine Echauffierwoche war es dann ein bisschen im Prinzip, ja. So, Junge. Ja, du musst noch zu der Höhle und dann gehen wir zu der anderen Höhle, weil dann sind wir noch näher am Abstieg. Was auch nicht so schlecht ist. Das. Ja, es wird halt relativ finster, weil hat sich bewölkt. Man sieht. Also wenn da jetzt ein neuer Wolf liegt, dann weiß ich nicht, was hier los ist. Ach, guck mal, es liegt kein Wolf hier, aber dafür was anderes. Ist ja der Hammer. Bitte was? Thank goodness. Lag das von dem Wolf noch da? Ja, tatsächlich. Okay, ich wollte gerade sagen, haben wir unser Messer abgelegt. Das wäre natürlich der Hammer. Ja, was ist denn das hier? Hm? War das okay für dich? Ja, das müssen wir halt einsacken. Das trinken wir und versuchen den Rest einzusacken. Topf müssen wir natürlich mitnehmen. Ja, wir machen hier noch einen Abendspaziergang, nur dass du Bescheid weißt. Ach, hast du dich von dieser klebrigen Höhle gelöst? Gott. Halt, das Buch könnte man eventuell tatsächlich lernen. Hier sind ja nur so Bücher drin, die man nicht lernen kann. Genau, das ist dieser. Huch, der Balken ist über diesem Tooltip, echt? Und außerdem sind wir eh schon auf Level 5, also von daher. Okay. Achso, ja, Schösslinge, genau. Zwei Ahörner, eine Birke. Müssen wir hier noch kurz droppen? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Vergiss es mal schön. So. Ja, Entschuldigung. Komm, Junge. Die Höhle ist nicht so klebrig, wie du tust. Ach, guck mal. Der Revolver. Ja, genau. Im Journal werde ich das finden. Der Revolver war geladen tatsächlich. 88%, 79%. Ja gut, okay, wir gucken mal, ob wir das mitnehmen können. 38 Kilo. Ja gut, wir haben 40 eigentlich tragfähiges Gewicht. Das geht schon. Warte mal, die Dosen, die beiden Getränkedosen lassen wir jetzt mal hier oben. Ist bald oder daneben stellen. Weil wir haben genug Wasser, das ist kein Problem. Habe ich das Stuff geschrieben? Genau. Okay, alles klar. Komm mit, Hertha. Wir siedeln in eine andere Höhle über. Solange es noch halbwegs hell ist.
Achso, das sind jetzt die Krähen, ja, zu der Leiche. Den Wolf haben wir schon entnommen. Gut. Ja, ansonsten, bezüglich des Autos gibt es immer noch nichts Neues. Was wirklich sehr merkwürdig ist. Ich hatte jetzt Toyota nochmal angeschrieben. Die haben ja im Prinzip durch die Blume gesagt, hören Sie bitte auf, uns ständig zu schreiben. Ihr Händler weiß da mehr. Ja, okay, danke. Wenn das der Hersteller mir nicht sagen kann, kann es der Händler erst recht nicht sagen. Und es gibt lustigerweise ein Toyota Corolla Forum auch. Da habe ich mich mal einen Thread eingelesen bezüglich Wartezeit. Und das ist total verwirrend, weil die meisten, die da dort schreiben, die haben viel weniger gewartet, als wir momentan warten. Es gibt da Leute, die haben gerade mal 2,5 Monate gewartet. Die haben nach uns bestellt und haben ihr Auto schon. Es war einer dabei, der hatte 5 Monate. Viele sagen halt, dass die Händler inzwischen sagen würden, 5 bis 6 Monate. Die sind inzwischen leicht über 6 Monate. Also so hundertprozentig nachvollziehen kann ich das nicht. Muss echt meine Händlerin da mal anschreiben und nachfragen, was da los ist. Weil ansonsten mache ich da einfach einen Strich drunter. Das bringt mir dann nichts, da auf ewig zu warten. Wir hatten das Auto eigentlich bestellt mit der Absicht, dass wir halt jetzt der Urlaub, für den ich ja jetzt vorproduziere, und die Saarlandfahrt, die dann 2 Wochen später ist, dass wir die halt schon mit dem neuen Auto machen. Ja, jetzt kommt das Auto nicht. Ja, da muss ich auch nicht länger warten, weil die nächste Fahrt ist sehr, sehr viel später. Okay. Dann holst du erstmal das raus, was relativ schnell mit dem Messer geht. Also was stinkt. Was nicht stinkt, das kannst du mit der Hand raus. Ja, aber du kommst jetzt noch nicht ins Bett, Junge. Wir werden das Fleisch natürlich noch abkochen, wenn du es Bescheid weißt. Danken verlorener Aussichtspunkt. Okay, ab zur Höhle. Reichlich finster wieder mal. I need to drop something. Ja, das droppt man in der Höhle. Das wird noch nicht hier gedroppt. Ja, und es gibt. Das ist echt lustig. Es gibt da echt die verschiedensten Stories. Teilweise kriegen Leute von. Naja, guck, da liegt ein bisschen Holz. Da liegt doch noch irgendwas rechts. That'll come in handy. Oh ja, 19% Schmerzmittel. Die müssen wir ganz schnell essen. Warte mal. Ne, das sind nur Punkte. Ihr seht wahrscheinlich wieder mehr als ich. Was ist das? Noch eine Kohle, okay. So. Okay, was? Okay, ab ins Journal. Ja, Hertha. Nein, falsch. Erst das Feuer. Ja, das passt schon. Ja, meine Frau und ich haben uns schon überlegt, ob wir nicht einfach mal nach Leipzig fahren. Da gibt es sogar 2 Toyota-Händler. Einfach mal hinfahren. Ich hab auf deren Webseite geschaut. Die haben viele junge, gebrauchte Corollas einfach schon auf Halde sozusagen. Ja, wir kochen hier einfach wieder 1 Liter. Das macht sich eigentlich ganz gut. Weil so viel haben wir dabei, ist ja der Hammer. Fackelzielen, Zedernholz. So. Ja, ich nehme natürlich das Größere, weil ich muss auch das ganze Giraffe. Ja, das kriegst du dann am Morgen. Okay. So, haben wir irgendwas zu tun? Wir können noch versuchen, ein bisschen zu lernen. Beziehungsweise, nee, weißt du was? Schraub mal hier dran rum. Das sollte man vielleicht mal tun.
Und noch einmal, sagen wir mal, 97% Gewehr. Und der Revolver, 10%. Nicht schlecht. 98% Revolver. Dann sind die Werkzeuge alle mal tipptopp. 19, 11, 38. Gut, das ist die einzige Fackel, die wir da rausziehen, weil dann wird es sonst zu wenig. Okay, dann sind wir gleich auch zu rupfen. So. Ja, dann isst ich hier erstmal das Stück komplett. Und schnapp dir mal das Buch. Ich bin mal gespannt, wie weit du kommst. Ja, okay. Gut. Der Junge ist völlig im Eimer. Oh, eine Nebelwand, echt. Trink Wasser und Fleisch. Sind wir schon auf Level 5 kochen, echt? Achso, ja, natürlich, klar. Hm. Okay. I'm so tired, I could just lay down right here. Ja, wo ist der da hier? Ja. Wie viel Futter reicht das Futter dafür? Müsste eigentlich gerade reichen, richtig? Ja, easy. Ja, genau, wir trinken jetzt noch einen Energy-Drink vorm Schlafen gehen. Genau der richtige Zeitpunkt. Okay. Ja, komm, schlaf dich aus. Oh, schönes Wetterchen, hervorragend. Ja, das lassen wir jetzt hier liegen. Das werden wir natürlich nicht. Jetzt essen. I need to find food. So, du kannst mal hier trinken. Weil was du jetzt machst, ist die restlichen Kalorien verlernen. Nur, dass du Bescheid weißt. Das kommt nicht einfach so die Tüte hier, so nach dem Motto, oh, gratis Kalorien, dankeschön. Nee. Nicht, wenn es nicht sein muss. Ja, das Feuer lassen wir ja. Und du folgst mir, Madame, gell? I'd be dying from starvation. Ja, wir lassen mal ein bisschen was hier an Brennmaterial. Aber weißt du was? So viel Zeit muss sein. Eine Minute. Gerade so mit Spucke zusammenkleben. Klock. So. Ja, ich wüsste sonst nicht, was ich hier lassen soll. Okay, wir gehen los, Hertha. Wir gehen los. Für den Abstieg. Zur offiziellen Elche. Naja, offiziell ist immer noch sehr inoffiziell. Ja, diese Nachbespielung. Ich dachte erst, ich mache das direkt in Premiere, aber das ist manchmal total, seit dem letzten größeren Update haben die da irgendwie einen schönen fetten Bug eingebaut, dass beim Abspielen es auf einmal passieren kann, dass Premiere einfach aufhört, Sub zu spielen. Oder so extrem ins Verzögern kommt, dass es einfach wie so ein Hackfleischsalat letzten Endes dann ist. Nicht wirklich geil. Von hier oben sieht man keine angeknabberten Baumstämme. Aber schauen wir mal, wie es unten aussieht. Achso, jetzt habe ich gar nicht die... Und durchschlagen müssen wir es auch noch. Ja, warte mal. Halt. Gehen wir da drauf. Gut. Kann man nicht, okay. Ja, Entschuldigung. Ich bin halt langsamer. Geh da drauf. So. Jetzt ist da oben wieder ein Wolf. Ah ja, noch eine Kohle. Gut, ich komme. Ich hab gesagt, ich komme. Ja, also muss ich die Folgen erstmal rausrendern. Das dauert leider. Weil doch für die. Das waren ja nur 5 Folgen, nicht 6 Folgen, wie ich auf Twitter geschrieben habe. Das fast eine anderthalbe Stunde gedauert. Dann halt das neu besprechen. Das waren dann nochmal 3,5 Stunden natürlich. Dann das reinschneiden und dann korrekt rausrechnen. Ja, rate mal, wie lange das alles gedauert hat. Ja, kompletten Sonntag habe ich ja schon erzählt. Aber das Krasse ist, mir wurde während Fallout so extrem schlecht. Also wir bekommen das mit dem... Ich muss da nochmal diesen Field of View nochmal einstellen. Weil das war echt zu krass.
So, Junge, was hast du wieder für unnütze Sachen? This stuff will come in handy. Ach, na toll. I'm just out of this stuff. Das heißt, dass ich jedes Mal hier hart am Limit runtergehe. Oh, natürlich eine geile Unterhose. Okay. Nee, dann wohl eher nicht. Was liegt hier vorne noch? Hier vorne lag auch noch einiges Holz. Überraschungskiste. What have we here? Ja, das nehmen wir mal alles mit. Okay. Zeder und Tanne, ja, damit wird also recht kein Abstieg gelingen. Ja, die Stöcke lassen sich natürlich liegen. Und noch eine Tanne. Hier ist ein Zeder. I'm not sure I can carry much more. Ja, ich leg's auch schon ab. Ja, diese Field of View, das ist halt, das funktioniert nicht in allen Spielen so gut. Ursprünglich ist er ja bei Fallout auf 80 eingestellt. Ich hatte ihn ja schon auf 90 angehoben. Da jetzt nochmal nachgezogen. Bin ich mal gespannt, wie das dann aussieht, weil das war alter Schwede. Weiß nicht, wie ihr das aushaltet. Uff, da muss echt der Typ dafür sein. Okay. Wieder Inventar. 1,9 Kilo, echt? Ja, dann legt man einfach alle Stöcke ab, oder? Wie viel haben wir denn jetzt noch frei? Ja, nicht so wirklich viel. Dann lassen wir das gerade mal liegen. Beziehungsweise wir könnten es eigentlich noch holen. Bleiben wir so heute hier unten. Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Dann muss der Junge halt wieder rauf. Aber so ist es halt. Das heißt, wir müssen jetzt mal Luft schaffen. Naja, die Bücher vor allem. Und dieses super Stoffteil. 4 Kilo, da kann man nochmal ordentlich was loswerden. Beil, Gewehr, Klick-Klock, das ist hell genug. Das Zeug geht jetzt auch nicht. Genau, gehen wir in der nächsten Folge nochmal rauf, holen den Rest von dem Holz runter und dann durchstreifen wir diese Ebene. Die sieht aber tatsächlich elchfrei aus. Sehr interessant. Dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch einen coolen Tag. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao.